Heute bei Sonja. Männer. Wann ist ein Mann ein Mann? Na gut, er soll der Dominante sein in der Beziehung. Ja, auf alle Fälle nicht schwul. Ja, rauchen, saufen, Huren. Ein Mann, der im ganzen Leben nicht in Puff gegangen ist, dem fehlt so sowas. Das ist auch nicht normal. Tja, ich sehe vielleicht hart aus, aber ich bin eigentlich ganz weich. Und ich bin trotzdem ein Mann. Wie soll ein richtiger Mann sein? Dominant, cool, lässig und hart? Was ist aber, wenn er bei einem Sissy-Film anfängt zu weinen? Ist er dann kein richtiger Mann mehr? Cool, Männer müssen hart sein, darüber wollen wir reden. Lernen Sie jetzt Alex kennen. Alex weiß ganz genau, wie ein Mann sein soll. Herzlich willkommen. Alex, wie soll denn ein richtiger Mann sein? Ein richtiger Mann soll sich rein äußerlich schon mal als solcher erkenntlich zeigen. Das heißt, er darf keine langen Haare haben? Richtig, ja. Und was noch? Na gut, er soll der Dominante sein in der Beziehung. Kann auch Gefühle eingestehen, sicher. Kann er, darf er. Wie sieht Dominanz in einer Beziehung aus? Hat er das letzte Wort dann? Ja, in den entscheidenden Sachen vielleicht schon, ja. Und was sind so die Hobbys von einem richtigen Mann? Also, sagen wir Fußball. Ja, das ist das typische Männerhobby. Ja. Und was ist denn an Fußball zum Beispiel so hart? Fußball ist ein Kampfsport einfach, auch wenn man es viele nicht sagt. Ja, ist so. Wir reden nicht von American Football, sondern von Fußball. Nee, ist schon klar. Ich rede auch von Fußball. In einer Beziehung sollte er auch dominant sein. Bist du in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung, ja. Und bist du da auch der Dominierende? Nein, nicht nur. Also wir teilen uns das schon ein bisschen auf. Also es ist nicht nur, dass ich einen schaffe oder sie. Also das wird schon... Moment mal, was sagst du? Sie wird ihm schon sagen, in entscheidenden Dingen, wo es lang geht. Nee, so ist das nicht. Also da wird nicht. Schon... Bitte? Das merkst du nur nicht. Ja, das kann sein, aber so ist es nicht. Lässt du dir denn ab und zu mal von deiner Freundin etwas sagen? Ja, sicher lasse ich mir was sagen. Ich meine, ich bin ja nicht so, dass ich als Einziger anschaffen will. Aber ich sage, anschaffen in Anführungsstrichen. Ja. Nee, aber so in der Regel. Anschaffen heißt für dich arbeiten gehen. Arbeiten oder halt Ton angeben. Ton angeben. Ach so. Und was macht dich denn noch zum Mann? Was bist du von Beruf? Ich bin Zeitsoldat von Beruf. Ist das ein männlicher Beruf? Ja, ist doch ein typischer Männerberuf. Also ich meine, es gibt zwar schon viele Frauen. Aber Moment. Es gibt schon viele Frauen. Lass ihn doch mal ausreden. Es gibt schon viele Frauen bei der Bundeswehr. Und das ist auch in Ordnung so in bestimmten Bereichen. Es hat ja keiner was dagegen. Aber sagen wir mal, der Großteil der Bundeswehr, der Zeitsoldaten sind halt Männer. Er hat lange Haare. Bist du kein Mann? Ich weiß nicht. Was ist mit ihm? Er wird es mir jetzt, glaube ich, sagen irgendwie, ne? Was macht dich dann besser irgendwie? Was heißt besser? Sag mal so, wenn ich schon jemanden sehe, der vor mir hergeht und halt ein Händchen und dann dreht sich einer um und ist ein Mann und hat von hinten ewig lange Haare. Dann kriegst du schon eine Erregung, oder wie? Bitte? Dann kriegst du eine Erregung, oder wie? Ja, wenn ich schwul bin. Ein langes Haar von mir, ja? Ja, ich glaube schon. siehst du ihn nicht als gleichwertigen Mann an? Ich spiele auch keinen Fußball, muss ich sagen. Oh. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ich kenne nicht näher, ich will jetzt da nichts sagen, aber ich sag, in meinem Beruf speziell sind lange Haare einfach unpraktisch. Ich finde kurze Haare besser. Das ist ja was anderes. Wie ist dein Bruder? Ist dein Bruder ein harter Mann? Naja, sicher. Hält sie zumindest dafür. Wie findest du ihn? Naja, sicher, das ist schon ein Mann, das passt schon. Wie darf ein Mann auf keinen Fall sein? Ja, wie soll er nicht sein? So ein Weichei, wenn er so ein Muttersöhnchen ist oder mit 35 immer noch an Mamis Rockzipfel hängt und sich nicht abkapseln kann. Na Gott, das ist
Kein Mann in meinen Augen. Alex, vielen herzlichen Dank. Bis hierhin einmal. Gehst du bitte zu ein kleines bisschen in die, jetzt fange ich schon an zu stottern, kurz in die Küche. Wir sehen uns gleich wieder. Alexander, setz dich jetzt langsam die Kopfhörer auf, damit er nicht mehr hören kann, was gesagt wird. Denn sein Bruder ist auch hier. Mal schauen, was er zu diesem Thema sagt. Herzlich willkommen. Oliver. Oliver, wie sollten Männer bei dir nicht sein? Naja, auf alle Fälle nicht schwul. Naja, und ansonsten keine Weicheier, keine Männer, die sich von Frauen unterdrücken lassen. Also ansonsten normal. Pantoffelhelden sozusagen. Pantoffelhelden, sonst könnte er sein. Was heißt denn Weicheier? Ja, Weicheier, das sind Typen mehr, die, was weiß ich, bei jedem Film, der kein Happy End hat, das Höllenanfang. Und ja, Typen, die sich von Frauen unterbuttern lassen. Und was ist ein Pantoffelheld? Ja, Pantoffelheld sind genau die gleichen. Also das ist für mich ein und derselbe Begriff. Also so wie mein Bruder mir das als Beispiel Dein Bruder ist ein Pantoffelheld? Ja, also für mich schon, ja. Hast du vorhin gehört, was er so gesagt Kurz, hat? Kurz, ja. Er findet sich ja schon ziemlich dominierend und hart. Ja, weil er meint, er trägt eine Waffe bei der Bundeswehr, wenn er es ausmacht oder was. Also ich kann jetzt bloß von seiner Beziehung zu seiner Freundin reden. Ach ja, und wie ist die denn? Erzähl doch mal aus dem Nähkästchen. Ja Gott, ich meine, sie verplant sein ganzes Leben mehr. Die hat überhaupt keine Freizeit mehr. Die schreibt ihm vor, wann er zum Kommen hat und wann er zum Gehen hatte und wie lange er das irgendwo aufhalten darf und mit wem er fortgeht und wie lange er fortgeht. Und das ist doch... Also ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss, also wenn ich eine Frau habe, dass die... Also es beruht schon auf Kompromissen und Gegenseitigkeit. Aber wenn ich in einer festen Beziehung drin bin, dann muss ich auch mal sagen, wenn ich mit Freunden weggehe, dann muss die das mal akzeptieren oder was? Da muss nicht immer Aufstand passieren oder was? Würdest du dich von einer richtigen Frau unterbuttern lassen? Na, unterbuttern nie. Also das kann ein Kompromiss sein. Wenn man eine feste Beziehung eingeht, man muss Kompromisse schließen, das ist logisch. Und ich kann nicht mehr so vorgehen oder das machen, wie ich es früher gemacht habe. Aber dass ich mein Leben total aufgebe und nur noch der Frau anpasse, bloß weil die meint, sie muss wegen jeder Kleinigkeit das Heulen anfangen oder beleidigt sein oder sonst irgendwas, wenn es anders läuft oder was, das akzeptiere ich nicht. Ach, und so ist dein Bruder Alexander, der lässt sich voll so... Ja, also so kommt mir das vor. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Seine Freundin ist hier. Herzlich willkommen, Bianca. Bianca, du bist jetzt seit 3 Jahren mit Alexander zusammen. Wer hat denn letztendlich bei euch die Hosen an? Ja, beide. Also keiner hat Hosen an. Wir sind eigentlich immer zusammen. Findest du hast den perfekten Freund? Naja, wenn man es nimmt. Was passt dir denn nicht an Alexander? Ja, wie gesagt, dass er mehr Freiheit möchte, dass er Freundsfurt möchte und saufen dann. Und wie gesagt, die zweiten Samstag ins Fußball fahren. Und geht er dann auch öfter mal alleine einsaufen? Ja, ist zwar schon besser geworden, aber er geht schon noch. Und das versuchst du ihm aber auszutreiben? Ja. Hast du es geschafft, ihn so ein bisschen zu deinen Gunsten zu erziehen? Ja, möchte nicht sagen. Ja, vielleicht teilweise, aber. Wie sollte ein Mann denn sein, ein richtiger Mann? Ja, wie gesagt, dass er viel Freundin da sein, muskulöser Körper. Hat Alexander einen muskulösen Körper? Naja. Wir holen nochmal Alexander zurück. Herzlich willkommen zurück. Alexander. We'll be right back.
Johanna, du konntest jetzt nicht hören, was wir so alles über dich gesprochen haben. Dein Bruder Oliver meint, dass du ein Pantoffelheld seist. Aha. Das kann ich also nicht bestätigen. Sag ihm doch mal, warum du das findest. Ich muss jetzt noch mal was zu Bianca sagen. Ah ja, gern. Also, dass der Alexander ins Fußball fährt, das stimmt doch schon seit... Also, ich glaube, dass der das letzte Jahr nicht ein einziges Mal da war. Zum Saufen geht der... Ich meine, das ist das Jahr einmal vorgewesen, glaube ich, mit dem Armin. Ein einziges Mal und weil er Geburtstag gehabt hat. Und ansonsten macht er ohne dich nichts. Und das ist einfach so. Was geht in unsere Beziehung? Und das ist das Dritte, das habe ich jetzt beinahe vergessen. Ich mische mich ja nicht in eure Beziehung ein. Ja, das sieht man ja. Das fällt mir auf und das erzähle ich. Aber ich schreibe doch dir nicht vor, dass das du anders machen musst. Oder ich sag doch nicht zu ihm, hey Alexander, pass auf, das oder so. Ich lasse euch doch machen, mir ist doch das wurscht. Aber ich als Beobachter stelle das so fest und äußere das halt. Ist der ein Beobachter oder was? Also dein Bruder ist ein Pantoffelheld und das hast du beobachtet. Pantoffelheld... Er ist schon ein Mann, das ist nicht. Er hat seine harten Seiten genauso wie jeder andere auch. Oder er ist cool und... Aber in der Beziehung oder was, da was ist denn da dran, Alexander, dass du schon nicht mehr... Du hast gesagt, du spielst sehr viel Fußball und dass das jetzt aber nicht mehr der Fall ist. Ja gut, ich muss sagen, also man muss Abstriche machen, wenn man eine längere Beziehung eingeht. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren mit der Bianca zusammen. Und dass es nicht mehr so geht wie früher, das ist klar. Früher bin ich auch um die Häuser gezogen, aber... und war jedes Wochenende unterwegs mit dem Fußball und das hat sich halt reduziert. Ich habe aber trotzdem meine Jahreskarte fürs Fußball und bin Mitglied bei dem Verein und ich fahre genauso ins Fußball. Und wenn es ist, dann gehe ich genauso mit Freunden weg. Du hast auch einen Freund, der dir etwas zu hart ist. Erzähl mir doch mal von dem. Ja, das ist wieder das total andere Extrem. Das ist der Markus, der ist halt irgendwie, was auch nicht, der kann zum Beispiel mit Frauen überhaupt nichts anfangen. Wieso? Also der sagt, der bemüht sich ja noch nicht mal, dass er irgendjemanden kennenlernt oder eine festere Beziehung eingeht. Der sagt lieber, er zahlt dafür, weil das ist ihm alles zu stressig, die ganze Liebesbeziehung und alles. Und wenn er halt was drum hat, dann hat er halt auch manchmal seine Aussetzer gehabt. Und wie sehen so Aussetzer aus? Ja, also das krasseste Beispiel, was ich kenne, wo ich dabei war, da waren wir bei uns unten in einer Diskothek weg. Und es hat Streit gegeben mit irgendwelchen anderen Leuten und es hat sich halt immer mehr ausgeweitet. Und am Schluss war es so, die haben zu uns gesagt, wenn wir rauskommen, dann verprügeln sie uns. Wir waren zu viert und die waren zu zehnt oder was, ich weiß nicht mehr genau. Auf alle Fälle sind wir halt dann raus und die haben draußen schon gewartet. Und der Markus ist ziemlich waffennah, hat sich selber Waffen auch umgebaut und scharf gemacht und ist halt dann raus. Er hat sich hinten den Hosenbund gefasst, hat die Kanone rausgezogen, dem Erstbesten an den Kopf gehalten und gefragt, ist noch irgendwas. Und damals war halt wirklich so, der hätte auch wahrscheinlich abgedrückt. Aber das ist dir auch eine Nummer zu hart. Ja, das ist mir extrem zu hart, also da möchte ich mir jetzt nicht damit... Der hat einem Typen auch mal einen Ziegelstein über den Kopf gehauen. Hat er auch bei einer Schlägerei. Also das war, also normalerweise hätte man sich ein paar auf die Nase gehauen und dann wäre es gut gewesen, aber er hat ihm halt gleich den nächstbesten Stein über den Kopf gehaut, den er gefunden hat. Jetzt lernen wir doch mal den Mann kennen, der einen Hang zu Waffen und Ziegelsteinen hat. Herzlich willkommen, Markus. Markus, wie muss denn für dich ein richtiger Mann sein? Naja, so wie ich. Und wie bist du? Erzähl uns doch mal. Naja. Unabhängig, das heißt unabhängig von Frauen vor allem. Die meisten Männer sind nicht unabhängig von Frauen. Ich bin unabhängig, ich kann auf mich alleine aufpassen. Brauche ich keine Frau an meiner Seite. Tja, und sonst im Leben halt strebsam. Was muss er so alles tun, um auch ein richtig harter Mann zu sein? Ja, gewisse Dinge muss man mitgemacht haben. Wie sonst, zum Beispiel? Ja. Einer, der mit 45 noch bei seiner Mutter wohnt, der wird nie zu einem Mann. Also das ist einmal das Erste, dass man sich möglichst früh abnabelt von daheim. Tja, und dann durch die eine oder andere Schlägerei lernt man auch dazu. Wurdest du schon öfter mal verprügelt oder hast du öfter mal ausgeteilt? Ja, ich kann mich echt bloß einmal erinnern, dass ich richtig verprügelt worden bin. Das war gleich das erste Mal, das ist mir dann nicht mehr passiert.
Und die typischen Eigenschaften eines Mannes? Ja, rauchen, saufen, huren. Geld verdienen. Fußball spielen. Fußball spielen, ja. Oder Fußball schauen. Und müssen sich denn Männer auch durchsetzen können? Ja, ein Mann, der sich nicht durchsetzen kann, das ist kein Mann. Und nicht jeder, der aber einen Schwanz hat, ist ein Mann. Gibt es denn eigentlich noch viele richtige Männer? Ja, ich würde sagen, dass ich einer von den Letzten bin. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Du würdest jetzt sagen, wenn er jetzt mit mir zusammen ist und nicht saufen, also auf Prostituten nicht hingeht und irgendwie nicht trinkt und sich nicht prügelt, ist er kein richtiger Mann? Nee. Aha. Das zählt jetzt für dich. Ja. Und wie ist es mit Waffen? Du hast einen Hang zu Waffen, gehört das auch dazu? Ja, selbstverständlich gehört das dazu. Macht es einen Mann auch noch mal härter? Härter nicht vielleicht, aber hat er mehrere Vorteile, wenn er Waffe hat. Und was glaubst du, gefällt den Frauen daran? An den richtigen Männern? Was schätzen sie an richtigen Männern? Ja, dass man sich auf den verlassen kann, wenn es irgendwie hart auf hart kommt. Aber so eine Erfahrung hast du ja noch nicht gemacht. Hattest du mal eine Beziehung? Ja, doch, so eine Erfahrung habe ich schon gemacht. Aber hast du ab und sicher, zu mal Freundinnen? Im Moment habe ich keine, aber vor einem Jahr habe ich meine Freundin gehabt, aber die habe ich nach 3 Wochen rausgeschmissen. Wieso? Also, sie war halt einfach nicht mein Fall, die hat mich genervt. Ich will nur mal sagen, das wundert mich überhaupt nicht, dass du keine Frau abkriegst. Und sowas wie dich, tut mir leid. Das ist aber auch nicht mein Ziel, dass ich unbedingt eine Frau abkriege. Es gibt im Leben nur so viele andere schöne Sachen. Also ja, was denn zum Beispiel? Mein Hauptziel ist nicht, dass ich jetzt eine Freundin habe. Das ist ein völliger Quatsch. Also ein schönes Auto oder was, das kann genauso viel Freude oder mehr Freude bereiten als irgendeine dicke Frau am Herd. Also ich meine, und wie hast du so deinen Spaß jetzt beim Autofahren? Oder ja, ist sicher. Das dann zum Beispiel, ja. Und wie befriedigst du deine körperlichen und sexuellen Bedürfnisse? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal keine Frau abkriege, dann gehe ich halt ins Puff. Ich meine, ich kann mir das leisten. Wie viel lässt du da so im Monat durchschnittlich? Ja, also im Monat. Ich bin ja nicht haltsam, also im Jahr vielleicht 2000 Mark oder so. Und wofür sind Frauen deiner Meinung nach gut? Naja, zum Putzen, Kochen, Ficken. Für mich bist du eiskalt. Hast du überhaupt Gefühle? Du drückst da was aus. Das ist, ein Mann muss auch Gefühle haben. Und die hast du überhaupt nicht. Also manchmal habe ich schon Gefühle, aber unter der Gürtellinie halt. Warst du denn schon mal verliebt? Ja, in der Pubertät vielleicht, aber. Wer hatte hier eine? Ich. Und zwar, ich wollte noch mal sagen, du findest, ein richtiger Mann sollte saufen, rauchen, ins Puff gehen. Also ich finde, ein Mann sollte gepflegt sein. Er kann mal rauchen, aber er sollte gepflegt sein. Und ich finde, ein Mann, der im Puff geht, ist für mich kein Mann. Was bist du denn vom Beruf? Heizungsmonteur. Und wie oft leistest du da sowas im Monat, also dass du zu einer Prostituierten gehst? Wie oft? Also unterschiedlich. Je nach Jahreszeit oder. Achso, do it yourself oder wie? Ist Heizungsmonteur ein männlicher Beruf? Ja, eigentlich schon. Wir lernen jetzt Bianca kennen und Bianca meint, Männer dürfen ruhig auch mal bei Sissy-Filmen weinen können. Herzlich willkommen. Bianca, Markus ist nicht dein Freund. Nee. Kannst du dir so einen Mann wie Markus vorstellen an deiner Seite? Ja, heute ja, aber sonst nicht, nee. Warum? Warum? Weil ich eben gehört habe, was er so von sich lässt. Und ich meine, er geht im Puff zu einer Frau, aber andersrum sagt er, Frauen sind Arschlöcher, im Anführungsstrichen, sage ich mal. Aber in Puff gehen zu einer Frau. Ich meine, dann soll er sich doch einen Mann suchen, wenn ihm Frauen nicht gefallen oder was weiß ich.
Naja, aber du sagst hier grundsätzlich, Frauen gehören hinter den Herd, die können mir die Wohnung putzen und mit mir ins Bett gehen, sage ich jetzt mal. Ich sage auch, ein schönes Auto gehört in die Garage, aber deswegen heißt das noch lange, das muss ich hassen. Naja, es hat ja damit nichts zu tun, aber wenn du eine Frau zum Sex haben willst, ja, dann musst du sie auch zu allen anderen Sachen, musst du dazu stehen, dass es eine Frau ist und die gehört nun mal zum Mann, genau wie ein Auto zu dir gehört, wenn du eins hast. Das kannst du auch nicht einfach in eine Garage stellen und sagen, naja, mein Gott, ist mein Auto, aber es bleibt halt da stehen. Eine Frau ist kein Gegenstand, eine Frau ist ein Mensch. Ich weiß ja nicht, ob du ein Tier zu Hause hast, ob du es lieber magst oder was, aber eine Frau ist nun mal ein Mensch wie jeder andere und eine Frau gehört heutzutage schon lange nicht mehr hinter den Herd und putzt oder so. Markus, gibt es da noch positive Seiten an einer Frau? Nee, mit Sicherheit, also wenn es gut kochen kann und putzen kann. Sind für dich Frauen Gegenstände? Ja, eigentlich schon. Bianca, wie muss bei dir denn ein richtiger Mann sein? Also ein Mann ist ein Mann, wenn er so ist, wie er ist, sag ich mal. Also er muss natürlich sein, er soll sich nicht hinter irgend so einer Mütze verstecken hier, sag ich mal, sondern... Also ich weiß, ich kann ja nichts dazu sagen. Also ein Mann ist ein Mann. Darf und ein aber Mann, der Sissi-Film auch mal weinen? Ja, na, sicherlich. Ich meine, eine Frau darf weinen. Warum schaut sich gar keinen Sissi-Film an? Wieso darf sich ein Mann keinen Sissi-Film anschauen, Markus? Ja, weil das einfach nicht zum Mann dazugehört. Schaut sich keine Sissi-Filme an. Sissi-Filme, das... Was mich interessieren würde, du meinst, Frauen sind Gegenstände. Was hältst du denn von deiner eigenen Mutter? Das wollte ich auch noch fragen. Oder ob ihm irgendjemand verloren hat im Galopp. Haben Sie Kinder? Ja. Sind Sie auch eine Gebärmaschine, wie er sagt? Nein, bestimmt nicht. Also wenn ich diesen Mann da vorne sitzen sehe, dann kriege ich jetzt schon Angst. Also, ich weiß nicht. Wenn man sich vorstellt, dass man mit so einem Angst zusammenleben kann man soll. So einen Mann nicht haben. Zusammenleben erstens ist es kein Mann, soll. Das und zweitens ist unmöglich. Kann man nur drüber lachen und nicht Angst haben. Was würden Sie denn machen, wenn Ihr Sohn plötzlich so werden würde wie Markus? Oh, das weiß ich, stelle ich mir ganz schlimm vor, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also. Hast du noch Kontakt zu deiner Mutter, Markus? Hin und wieder. Und wie findet sie deine Einstellung so zu Frauen? Puh, für das reden wir eigentlich kaum. Isst du ab und zu bei ihr? Kann sie gut kochen? Ich bin vielleicht zweimal im Jahr bei meiner Mutter oder bei meinen Eltern. Er hat vielleicht nie Liebe bekommen von seiner Mutter und deshalb kann er auch keine Liebe geben. Nein, nein, nein. Wir lernen jetzt Heinz kennen und Heinz weiß auch ganz genau, wie ein Mann sein sollte. Herzlich willkommen. Doch noch den Stuhl gefunden, Heinz, da sitzt du richtig. Heinz, wie hart sollte denn ein richtiger Mann sein? Ja, hart muss er schon sein, richtig, aber das ist nur relativ gesehen. Nicht so, was die drei da für Schwachsinn erzählt haben. Das sind das. Ein Mann muss erstmal Charisma haben. Das heißt also, er muss irgendwas darstellen, dass man sagt, okay, das ist ein Mann oder wie eine Frau, das ist eine gute Frau, das ist eine Frau. So. Und hart heißt, er muss bestimmen, so halt eben wie sein Leben, das heißt selbstständig, selbstbewusst, muss zu sich selber sagen, hör mal, ich bin guter Mann. Und wenn er Beziehungen hat, muss er sich in den Beziehungen einigermaßen geben. Das heißt also, er muss seine Frau auch, die soll auch Spielraum haben, das heißt auch selbstbewusst sein und selbstständig. Oder halt eben nicht immer, dass einer auf den anderen hängt oder dass es davon abhängt, wer was da ist. Und eben, du findest nicht, dass Frauen Gegenstände sind? Nein, im Gegenteil. Nur, es muss keine Verpflichtung sein, immer wann einer kommt oder nicht kommt. Das muss eine Partnerschaft sein, die Freiräume hat. Sonst kann man eigentlich gar nicht zusammen gut und leben. Und was haben die drei für Schwachsinn erzählt in deinen Augen? Das ist alles Schwachsinn. Gucken Sie mal, allein schon, wie die aussehen. Ich will jetzt keinen beleidigen, aber das kann man gar nicht glauben. Doch. Reden also einen Schwachsinn, er von seiner Freundin da, kommt beide nicht klar, die macht mit den beiden, was sie will, da, mit beiden Brüdern da, das Mädel da. Die setzt sich mehr durch als die zwei. Ne? Er redet
ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ich will ihn ja nicht beleidigen, aber so ein Schwachsinn, das kann man hochziehen, kann ich sagen. Weil welche Frau steht freiwillig auf, gibt es von mir, wer ihn haben will? Welche Frau? Möchte Markus jemand haben? Du möchtest Markus haben? Ja. Ich würde sagen, dass man kann keinen Mensch beurteilen nach den Kleidung. Ich meine, nee, Sie haben schon die Meinung gehört. Er hat gesagt, was er von sich gegeben hat und nicht, wie er ausschaut. Ja, ich meine, ja, trotzdem, ja, auch wie er ausschaut, ja, das stimmt schon. Das kann kommt man dazu, aber so das Kleidung kommt aber dazu. Ein normaler Mensch. Sie doch auch. Sie gehen doch ganz normal hier hin und sehen doch adäquat aus. Sie haben sich ganz normal adäquat angezogen. Das ist vielleicht normal für mich, aber für jemand anderes ist das auch nicht normal. Ja, die sehen doch aus, wenn sie aus der Mülltonne kommen oder aus der Müllhalde. Ja, da muss man erstmal natürlich definieren, was heißt normal und was nicht. Und auch Menschen mit grünen Haaren. Menschen mit grünen Haaren können natürlich auch nette Menschen sein. Also vom Äußerlichen bin ich genau der Meinung, sollte man nicht gehen. Alles klar. Gut. Du sagst aber auch, ein richtiger Mann darf auch mal in den Puff gehen. Ja, natürlich. Und ein Mann, der den ganzen Leben nicht in den Puff gegangen ist, dem fehlt sowieso was. Das ist auch nicht normal. Also das glaube ich nicht. Weil da hat er dein ganzes Leben verbracht, oder? Bist du nach Heinz' Meinung ein richtiger Mann? Nein. Warst noch nicht im Puff? Nein. Kein Mann. Also dann weiß ich nicht, warum, weshalb. Alle jungen Leute, zumal das fängt meistens in der Jugend schon mal an, wenn sie mit der Freundin nicht klarkommen, schwierig drum und dran, kommen die automatisch irgendwie mal in Bezug zum Modell oder zu irgendein was, eine Frau, die für Geld, wo man hingehen kann. Na, das war's. Ja, hallo erstmal. Also ich bin im Kampfsport groß geworden. Ich habe fast 20 Jahre lang Ring gemacht und bevorzuge jetzt übrigens den Denksport. Auch dazu müssen sich Männer qualifizieren. Und ich glaube, da bist du nicht gerade einer der großen Lampen, aber das ist eine andere Frage. Und weiterhin denke ich, es ist ganz wichtig, dass Männer auch Gefühle zeigen können. Und ich habe eine Beziehung, auf die ich sehr, sehr stolz bin, in der wir gleichberechtigt leben und uns gegenseitig versuchen hochzubringen, auch in Karriere- und berufsmäßig. Und das ist das A und O. Und was du sagst mit Puff, es tut mir leid, ich brauche keinen Puff. Ich kann meine Liebe mit meiner Freundin so ausleben, das gibt mir keine Frau im Puff. Tut mir leid. Wie sollte für dich denn kein Mann sein? Also, ja, was heißt, wie darf er nicht sein? Er darf nicht sein, dass er sich also sein ganzes Inneres als Mann verschenkt oder hingibt und sich einfach abhängig macht von einer Frau oder sich erniedrigen lässt oder eben so führt, dass eben er gar nichts mehr zu sich selber, zu sich nicht aufschauen kann und er sich so, wie man sagt, diese Papa-Mama-Mütterchen-Beziehung da immer, die zu Hause, Mama, du machst schon, oder Papa, du machst schon. Oder die Jungs, die halt eben kein eigenes Leben mehr haben. Das heißt also, die nicht mehr bestimmen können, was sie machen, weil die Frau alles schon vorsagt oder sie lassen sich halt quasi aus. Es gibt ja auch viele, die brauchen das auch. Aber ihr Männer dürft uns Frauen erniedrigen, oder was? Nicht erniedrigen, von erniedrigen. Na, du hast aber eben gesagt, dass ein Mann sich nicht erniedrigen lassen soll. Aber eine Frau, die, wie er sagt, hinter einen Kochtopf gehört und putzen soll, die wird von dem Mann ja auch erniedrigt. Denn wer schreibt mir denn vor, dass ich geboren bin zum Putzen und zum Kochen? Ja, gut, aber Sonja hat ganz was anderes gefragt. Aber es gibt doch auch Männer. Also ich möchte nicht wissen, ich weiß jetzt nicht, wie viel hier erniedrigen. Das ist erniedrigen. Ja. Na, für dich wäre es erniedrigend, wenn ich jetzt sage, du gehst in einen Kochtopf oder was? Aber für Frauen ist doch das das Höchste. Na, wieso denn? Sind wir angeboren zum Kochen oder was? Sonja. Moment mal, ganz kurz. Ja. Ist es für dich auch das Höchste, zu kochen und zu putzen? Um Gottes Willen, schrecklich. Also fühlst du dich auch erniedrigt, wenn er sagt, Frauen sind doch nur dafür da und das ist für die das Höchste und Größte? Ja, das ist furchtbar, was er da sagt. Echt, das ist die reinste Katastrophe, der Typ. Wir lernen jetzt Christoph kennen. Christoph ist nicht bei der Bundeswehr, zieht sich aber sehr gerne Uniform an und spielt gerne Bundeswehr in verlassenen Waldstücken. Herzlich willkommen. So wie du dich hier jetzt gibst, also in deinem Outfit, so läufst du manchmal auch privat herum. Was hat es damit auf sich? Ja, manchmal treffen wir uns an Wochenenden im Wald ganz einsam und veranstalten Geländewochenenden mit Grill und Drill. Wir bauen Bundeswehrzelte auf, Gulaschkanone wird gemietet und dann rennen wir durch den Wald
und erleben Natur pur. Wir haben uns das auch mal angesehen und waren mit der Kamera dabei. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. So, steht es dann? Was habt ihr gesagt? Ausziehen. Christoph, also ich glaube, da musst du uns mal einiges erklären. Du bist homosexuell. Ja. Und was bringt dir das? Was macht ihr da? Tja, also bestimmt nicht das, was viele Leute jetzt hier vermuten im Studio. Was denn? Ja, ich weiß nicht so ganz, was du denn meinst. Ja, also ist das eine Art zu beweisen, dass du ein Mann bist? Oder ist das eher eine Art, deine Sexualität auszuleben? Tja, ich bin 1,93 groß, habe ganz breite Schultern, bin unheimlich starker, taffer Kerl und bin eigentlich ein Weichei. Manchmal brauche ich auch solche Klamotten. Manchmal brauche ich so ein bisschen Männlichkeit über die Kleidung. Also bist du jetzt hart oder bist du weich? Tja, ich sehe vielleicht hart aus, aber ich bin eigentlich ganz weich. Und ich bin trotzdem ein Mann. Nochmal zu dem, was ihr da im Wald macht, oder abgelegenen Waldstücken. Seit wann liebst du denn Uniformen? Hat es dir bei der Bundeswehr so gut gefallen? Natürlich bin ich Kriegsdienstverweigerer, wie die meisten Leute, die sich für... Die meisten Leute, die sich für Uniformen interessieren oder für irgendwelche kerniges Outfit, die sind sicherlich bei der Bundeswehr nicht gewesen. An jeder Ecke gibt es in jeder Stadt inzwischen Uniformläden. Da kann man so Army-Klamotten ganz billig kaufen. Und das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun. Wir brauchen nicht die Institution Bundeswehr. Wir wollen nicht die Armee kopieren, sondern wir finden einfach Uniformen als Fetisch manchmal geil. Die Kleidung ist toll. Nicht die Idee, die dahinter steckt? Nein. Und wie ist es mit Waffen bei euch? Ja, selbstverständlich sind Waffen absolut verpönt und auch ideologische Programme sind gar nicht gefragt. Es geht einfach um Erlebniswochenenden, Gelände, Natur pur. Wie, und ihr habt dabei auch Sex? Ja. Wie findest du denn jemanden wie Markus, der sagt, also erst mit einer Waffe kann ich meine richtige Männlichkeit beweisen? Tja, Shakespeare sagt in Hamlet, jeder spielt seine Rolle und wir alle haben unseren Spaß. Wenn er meint... Aber wie ist das denn? Ich glaube, ich würde ein bisschen Angst kriegen, wenn ich euch da sehen würde, wie ihr euch gegenseitig verprügelt oder an Bäume fesselt. Wie reagieren denn Passanten? Ja, wir ziehen uns natürlich in ganz einsame Wälder zurück, weil wir niemanden stören wollen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns produzieren wollen vor anderen Leuten, vielleicht Männlichkeit beweisen wollen, sondern... Wir haben Lust, in Uniform durch den Wald zu rennen, mal über Maschendraht zu steigen, uns in den Schlamm zu schmeißen, Geländespiele zu machen, durchs Unterholz zu rennen, auch mal dreckig zu werden. Ich verstehe aber nicht, warum du nicht bei der Bundeswehr warst. Warum? Weil ich das trainiere. Du hättest 12 Monate lang machen können oder 15. Nein, das wollte er ja nicht. Das hast du schon wieder nicht verstanden. Nee, das ist ja. Bundeswehr wird er ja gezwungen in dem Sinne. Da wird ihm ja ein Gedanke auferlegt, was er zu tun und zu lassen hat. Und er geht halt in den Wald, wenn es ihm gefällt und nicht, wenn er bei der Bundeswehr durch Schlamm kriechen muss. Er möchte das machen, wenn er möchte und nicht, wenn er soll. Und wenn er zur Bundeswehr geht, dann muss er 12 Monate gehen. Und dann muss er 10 sich... 10 Monate muss er gehen. Gut, jetzt muss er bloß noch 10 Monate gehen. Da muss er sich aber erniedrigen lassen. Du redest so gut für ihn. Das war jetzt vielleicht seine Mutter, oder? Nee. Naja, aber oder Schwester. Was zu sagen, gegen euch drei heißt das wenigstens ein Typ, der hat Charisma. Ja, genau. Ihr habt... Jetzt habe ich Charisma, wenn ich noch den Wald...
Oliver, aber er steht dazu. Er sagt, er ist weich. Er steht dazu, dass er, dass ja, er auch Gefühle zeigt. Und steht dazu. Oliver, was ist das Problem? Ist denn Christoph für dich ein richtiger Mann? Von der Anatomie her schon, aber alles andere, also da, das ist für mich wie ein rotes Tuch. Also tut mir leid. Ach so, weil er schwul ist. Na, überhaupt, da habe ich kein Verständnis dafür. Mhm. Ich laufe mit irgendwelchen Typen nackt durch den Wald und hau mir gegenseitig auf den Arsch. Also, da fehlt's doch irgendwo. Dann denkt Peter so was von dir bis zur Wand. Ja, also, genauso wie bei dir. Der ist in den Füßen erotischer als du am Kopf und am Spaß. Komm mal zu. Das ist normal, ne? Ich wollte nur sagen, schon allein, dass er schwul ist, sieht er männlich viel besser aus als ihr drei zusammen. Ihr behauptet, dass es gut ausschaut. Die Gesellschaft erwartet ja von allen Leuten ein einziges Rollenspiel. Jeden Tag muss jeder hinter eine Fassade schlüpfen und irgendeine Schublade ausfüllen. Und wenn ich tagsüber unterwegs bin, mit einem feinen Anzug und einer schicken Krawatte, dann begegnen mir die Leute ganz respektvoll. Ziehe ich Jeans an und ein Sporthemd, sieht das ganz anders aus. Und wenn ich mal kurze Haare, Stiefel, Bomberjacke trage, meinen gleich alle Leute, ich wäre ein Nazi. Sie können einfach nicht trennen, dass die Öffentlichkeit kritisch sein muss, Wehrsportgruppen und solche Dinge aufmerksam beäugen muss, ist völlig klar. Aber es wird vordergründig gleich in eine Schublade gesteckt und wenn jemand lange Haare hat, dann ist er zu weich. Und wenn jemand vielleicht kurze Haare hat, ist er automatisch ein Mann. Bin ich ein Mann, wenn ich eine Uniform trage? Ich könnte hier auch sitzen mit einer ganz normalen Jeans und einem Hemd, hätte nicht erzählt, dass ich schwul bin und dann, glaube ich, hätte man mir trotzdem die Männlichkeit abgenommen. Er steht dazu. Lernen Sie Marianne kennen und Marianne leidet sehr darunter, dass jetzt nach 31 Jahren ihr Sohn ausziehen will. Herzlich willkommen. Marianne, wie ist denn das für dich? 31 Jahre hast du mit deinem Sohn unter einem Dach gelebt und jetzt seid ihr gerade getrennt. Ihr wohnt jetzt schon. Wie ist das für dich? Och, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Und wie kommt das denn, dass er 31 Jahre lang bei dir war? Ja, der hat die ganze Zeit hat schon mal eine Wohnung in Aussicht gehabt. Die war aber effektiv zu teuer für ihn und dann noch einen Teil für mich abgeben, das war effektiv zu viel für ihn gewesen. Und jetzt hat sich meine Lage ein bisschen gebessert und hat er sich jetzt die Woche eine Wohnung bekommen und die nimmt er jetzt halt in Anspruch. Und wie sah so euer tägliches Zusammenleben aus? Hast du viel für ihn getan? Ja, ich habe gekocht, gewaschen und sein Zimmer hat er selbst gemacht. Aber sonst... Respekt. Warum Respekt? Weil er sein Zimmer selbst aufgeräumt hat, weißt du? Ja, ach so. Ja, aber normal ist doch mal, normal ist doch als Mutter auch, dass man seinen Sohn irgendwann mal raushaben will. Ah ja, und dann rausschmeißen oder ja, was? Rausschmeißen ne? Nicht, aber der muss doch von selber gehen. Wo ist das Problem? Ah ja, der geht ja. Woran liegt es denn, Marianne, woran liegt es denn, dass er jetzt erst mit 31, also es ist ja zugegeben ein bisschen später, woran liegt das denn sonst noch, dass er so spät geht? Ja, weil er immer dann die Angst gehabt hat, dass es mit mir finanziell... Ich bin arbeitslos seit 87, bekomme nur Arbeitslosenhilfe. Und das war also ziemlich wenig gewesen. Und da hat er dann immer Angst gehabt, dass es für mich nicht reicht. Und wie ist es jetzt? Jetzt hat er seine eigene Wohnung. Ja. Und wie geht es mit dir denn dann weiter? Ja, ich kriege jetzt meine Arbeitslosenhilfe und bekomme noch vom Sozialamt bekomme ich noch Geld dazu. Und es reicht gerade so. Und wo ist der Mann im Haus? Fehlt er dir jetzt irgendwo? Nö. Als Mann habe ich ihn in dem Sinn nicht gesehen. Aber du leidest schon darunter, dass er jetzt geht? Ach, leide nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich habe mich damit abgefunden. Er ist jetzt 31 Jahre. Er muss ja mal selbst auf eigene Füße stehen. Hattest du denn manchmal ein schlechtes Gewissen, weil du gerade erzählt hast, dass er eigentlich dir zuliebe ja da geblieben ist? Ja, das hatte ich öfters gehabt. Ich habe immer gesagt, jetzt nimm keine Rücksicht auf mich, du musst mal selbst dann sehen. Aber dass ich jetzt gesagt habe, los, jetzt
geh raus oder sonst was. Also ihn rausgeschmissen hätte, also finde ich nicht. Wurde er denn öfter als Muttersöhnchen beschimpft? Ja, von seiner Kollegin her schon, ja. Nicht als Muttersöhnchen, Mensch, den nabel dich doch mal ab und sonst was, ja. Aber das muss ja jeder selbst sehen. Er hat ja seine Freiheit gehabt zu Hause. Hat kommen gekonnt, wenn er gewollt hat, hat gehen gekonnt, wenn er gewollt hat, hat machen gekonnt, was er gewollt hat. Nicht, dass ich da jetzt gesagt habe, jetzt komm, denn du wohnst bei mir und du musst so machen, wie ich es will. Also, glaubst du, dass es ein gestandener Mann ist? Ja, ja. Warum soll ein Mann, wenn er noch sagen wir, bis 31 oder noch älter zu Hause wohnt, warum soll das kein gestandener Mann sein? Das schauen wir uns jetzt einmal selbst an, denn er ist hier. Herzlich willkommen, Thomas. Thomas ist jetzt gerade mit 31 Jahren bei seiner Mutter ausgezogen. Hast du denn jetzt ein schlechtes Gewissen, dass du sie alleine sitzen lässt? Eigentlich nicht. Bloß finde ich mich irgendwie, es ist eine komische Situation, jetzt mit 31 zu Hause ausziehen, das erste Mal überhaupt. Natürlich denke ich, was wird aus meiner Mutter, wenn ich zu Hause weg bin? Ja, wird vielleicht auch irgendetwas fehlen. Die ganze Zeit bin ich zu Hause gewesen, wenn ich nicht mehr da bin, irgendwie komische Situation. Wurdest du denn eigentlich auch oft als Muttersöhnchen beschimpft? Manchmal schon von den Kollegen, aber was sie sagen, ist mir im Prinzip egal. Ich weiß, was ich tue. Ich kann ja machen, was ich will im Prinzip. Du findest dich auch männlich genug? Ja. Warum lachst du jetzt? Ich habe bloß eine Mutter. Ich stehe zu meiner Mutter, es hat für mich viel getan. Für sie auch alles. Im Prinzip fast alles. Aus dir wird doch nie was. Na, warum? Ja, warum? Zeigt er das unbedingt einen guten Mann aus, wenn er sich ist aus dir was geworden, hä? Ja, mehr schon als aus ihrem Sohn. Ja? Warum? Ja, wie kann ich mir das mal... Du kennst ihn doch gar nicht. Der kommt nie vorwärts. Aber hier war noch eine Frage. Wer war das hier? Ich wollte den Markus noch mal fragen. Er ist ja so hart und will sich ja auch immer durchsetzen. Schlägst du auch dafür Frauen, um dich durchzusetzen? Was für Frauen? Ja, einfach, ob du eine Frau schlägst, um dich durchzusetzen bei ihr. Nö. Er kriegt ja keine Frau, so kann er auch keine schlagen. Eben. Also ich hätte noch die abschließende Frage für mich, ob ihr drei in der Lage seid und Mut habt zur Veränderung, denn das habt alle drei dringend nötig. Ich bin, wie ich bin und so gefällt es mir und ich ändere mich nicht für andere. Was sagen die anderen zwei dazu? Andere Männer oder andere männliche Lebewesen zu akzeptieren und nicht zu sagen, du bist ein harter Mann und die anderen Männer sind Weicheier. Du musst lernen, wenn du so bleiben willst, wie du bist, hat niemand was dagegen. Aber du musst halt sagen, ich toleriere es, wenn er so ist, wie er ist und er ist so, wie er ist. Ja, aber wie das Muttersöhnchen da drüben schon gesagt hat. Das ist kein Muttersöhnchen. Wenn er so lange zu Hause wohnt, dann ist er halt so lange zu Hause gewesen. Natürlich, ja. Ja, warum? Mit 31 Jahren noch bei der Mutter. Ja, und das ist die Frage. Unsere Zeit ist zu Ende. Wann ist ein Mann ein Mann? Das hat auch schon Herbert Grönemeyer gefragt. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht beantworten, ob er nur weint oder nicht. Jeder sollte mit sich selbst glücklich sein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke dir. Danke auch im Publikum.